das an. Ihr seid Sieger vom großen Paddle-Tennis-Turnier in Juelsminde. Das fühlt sich gut an. Wir waren durch so viel in diesem Turnier. Verletzungen, Sonne im Auge, das war unglaublich viel. Aber wir haben es am Ende geschafft. Wir haben gekämpft, wir haben auch super Paddle gespielt. Was denkst du? Die größte Erfahrung in meiner Karriere. Ivan, was sagt ihr zu euren Gegnern am Ende im Finale? Ganz spannend. Die rechtliche Finale war das Halbfinale. Das war ja, also da haben wir auf jeden Fall viel mehr Druck bekommen. Ja. Aber wir haben auch super gespielt, Finale. Ich muss sagen, das war unser bestes Spiel. Ja, gute Vorbereitung. Ja, und, Halbfinale war vielleicht unser schlechtestes Spiel. Also von daher wurde es auch spannend, da Halbfinale. Genau. Ja. Nehmt uns mal mit in eure Gefühlswelt. Was sind die Emotionen, die ihr jetzt mit ins Mittagessen nehmt? Ja. Welche Gefühle hast du? Ich bin froh, immer froh, super happy. Immer glücklich, wenn wir einen Titel gewinnen. Erster Titel der Saison. Glückwunsch. Danke. Danke. Wer hat gewonnen? Kalpas, also die Frage stellt sich nicht. Klar, wer gewonnen? Also Arsenal oder wie? Was sagt ihr zum Spielausgang? Ja, es war eine schnelle Führung, 2-0, und dann haben wir einfach nur noch das Spiel runtergespielt. Ich denke, noch mal ein bisschen rankommen lassen, so ein bisschen, genau, ein bisschen gefüttert. Gegeben, damit vielleicht denken, dass die irgendwie nochmal eine Chance haben, nochmal Hoffnung geschöpft. Jetzt denken die im nächsten Spiel, dass sie eine Chance haben, also, damit die weiterspielen. Man muss ja auch ein bisschen bei Laune halten. Ich frage mal die Gegenpartei, Benko und Johannes, Revanche oder wie sieht's aus? Kein Kommentar, Benko? Was immer so. Kein Kommentar. So schlimm? So schlimm. Oh nein, aber Revanche. Gegen Jakob und Steini, das ist.